brauche ein Ziel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft mit dem Hexenmeister unterwegs. Wir befinden uns beim Schwarzfels, beziehungsweise vor dem Eingang des Schwarzfelses. Wir werden heute den geschmolzenen Kern einmal raiden. Ich bin mal gespannt, ob ich das Ganze auf zwei Folgen strecken werde oder ob wir schnell genug durchkommen. Ich werde mich auf jeden Fall ein kleines bisschen versuchen zu beeilen. Vielleicht kriegen wir es in einer Folge abgehakt. Ich weiß es leider noch nicht. Bin nicht auf zwei Folgen aufgeteilt. Wir gehen jetzt aber erstmal in den geschmolzenen Kern und ja, Kern unten, wie man sich schon hier denkt. Das hier ist übrigens der Schwarzfels. Ziemlich geil gemacht früher das Ganze. Hier auch noch ein Drache. Früher konnte man den sogar mal töten. Den kann man mittlerweile, glaube ich, nicht mal mehr anvisieren. Das ging aber früher, da war ein Ra-Elite-Gegner. Ach, guck mal, hier ist jemand anders, der den auch gerade gemacht hat. Oh, Abschwemmung mit dem Kern. Das wäre letztendlich eine Dungeon-Quest, die man nicht brauchen, wo man ein Kernfragment wird. Das ist jetzt praktisch. Der Nachtelf hat uns jetzt in den geschmolzenen Kern teleportiert. Es gibt noch einen anderen Weg über den, über den Blackrock ist der Berg, über die Schmied. Nee, Schwarzfelstiefen. Über die Schwarzfelstiefen gibt es letztendlich auch nochmal einen Zugang mitten im Portal, aber man kann sich auch vom Nachtelfen beamen lassen. So, wir haben unseren Captain Blaue Wolke, wir haben hier Elite-Gegner, Stufe 60, ist für einen 40er Schlachtzug gedacht, aber ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Man wird sehen, die werden uns nicht wirklich Schaden zufügen, ja, werden nicht treffen, weil wir fast alles parieren oder eben ausweichen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, da wir nach wie vor auf den Flüchen geskillt sind, ist es ein bisschen schwieriger. Ich muss ein bisschen mit den Flüchen aufpassen, dass die dauerhaft durchticken, aber wie man sieht, die sterben darin relativ gut. Das heißt, wir können uns hier jetzt hier relativ schnell bewegen. Es geht sogar schon um einiges besser als das, was ich damals getestet hatte. So, am Anfang, wir werden versuchen, auch Gegner auszulassen nach Möglichkeit. Leider kann man nicht alle auslassen und man muss da ein bisschen aufpassen. Ja, gerade wenn es mehrere Gegner sind, machen wir doch mal ein bisschen was hier mit Seelenspieler und so weiter. Wir werden auch nachher noch Kernhunde haben, wo ich ein bisschen ja den Feuerregen vermisse. Oh, weil wir hier dann dementsprechend ein Problem kriegen. Haben die 5000 Leben. Wieso kann ich... Ich den hier... Hallo? Ach! Seelenbrand! Gottes Willen, okay. Diese kleinen Gegner müssen wir letztendlich ein bisschen aufpassen. Okay, wir machen 12.000 Schaden mit einem Schattenblitz. Das heißt, sie sind kein Problem. Diese kleinen Gegner kommen aus den Feuerelementaren raus und würden sich praktisch verdoppeln. So, die beiden hier sollen wir stehen lassen können. Ich hoffe, die hier auch. Wir geben ihn mal frei, dass wir hier nach Möglichkeit vorbeilaufen können. Wir müssen hier nicht alle Gegner machen. Bisschen was zur Geschichte. Also, das ist ein 40-Mann-Schlachtzug, beziehungsweise war es früher mal. Jetzt natürlich nicht mehr, wie man sieht. Ich renne hier alleine ohne Ruf. Die Hydraxiana, für die wir hier unten Ruf bekommen, war, ja, ist eine Fraktion, die letztendlich hier Siegel aufgestellt hat, die man dann löschen musste. Man musste bei denen einen gewissen Ruf erstmal erlangt haben, also durch Crash killen beispielsweise, um dann dementsprechend überhaupt reinzukommen beziehungsweise überhaupt Ragnaros zu beschwören. Das werden wir dann später sehen, wie das Ganze funktioniert, der Beschwörung. Wir gehen jetzt erstmal zu den ersten Bossen. Man macht das normalerweise so ein bisschen abschnittsmäßig, das heißt, hier hinten sind letztendlich zwei Bosse, wo wir langlaufen, dann laufen wir wieder zurück und dann geht es hier einmal letztendlich durch, alle Bosse durch. Insgesamt haben wir, steht das irgendwo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10... Ja, 11 Bosse ungefähr. Ich weiß, es waren jetzt eigentlich 12, aber den einen Boss tötet man nicht wirklich. Der wird letztendlich dann getötet. Muss hier ein bisschen aufpassen. Die Gegner können einen schubsen, beziehungsweise die Lava vernichter sind es, glaube ich, die einen schubsen können. Nicht, dass ich hier in der Lava lande. Kann ich überleben. Ist allerdings dann schon wieder eher ein schwieriges Thema. Heißt, wir müssen hier mit ihm... Können wir, glaube ich, auch noch stehen lassen. Hier, Lava-Woger, die hauen einen, glaube ich, auch zurück. Hier unten kann man auch Dunkeleisenerz abbauen, was uns aber allerdings nichts bringt, weil wir keine Skillpunkte kriegen und das Erz selber nichts mehr wert ist, weil hier einfach jeder reinmarschieren kann, der möchte. Ich hoffe mir ein bisschen was. Ah, wollte ich unbedingt mal wieder den geschmolzenen Kern komplett durchspielen. Und B, erhoffe ich mir die Hexenmeister T1-Rüstung, die wir hier bekommen. Werden wir auch gleich alles sehen. Also ich werde noch ein bisschen was, werden uns das genauer ansehen, das Ganze. Ihn hier, dann können wir die kleinen Wichtler eben stehen lassen. Und ja, man sieht es, also wir werden nicht getroffen, wir brauchen nicht mal einen Tank. Ich glaube, ich hole nachher vielleicht auch lieber dann den Wichtler aus, da wir nicht getroffen werden können. Beziehungsweise eher selten getroffen werden, außer von ein paar Flüchen beispielsweise, ist es relativ einfach, hier durchzurennen. Es geht nur letztendlich darum, dass ich genug Schaden mache, damit ich nicht ewig brauche, um hier durchzukommen, weil es sind wirklich sehr viele Trash-Gegner und sehr viele Bosse, die man hier dementsprechend töten muss.
Und bei dem einen oder anderen gibt es so ein bisschen was zu beachten, wo man dann dementsprechend auch doch aufpassen muss. Wird man gleich bei den Kernhunden sehen, die jetzt gleich kommen werden. Denn wenn man die nicht gleichzeitig tötet, hat man ein Problem. Die stehen dann nämlich einfach wieder auf. Boah, ich hoffe, er verreckt gleich am Dot. So. Looten brauchen wir sie nicht unbedingt. Sie lassen zwar auch Tier-1-Teile fallen, allerdings eher selten. Beziehungsweise die kann man sich für sehr, sehr wenig Geld im Auktionshaus auch kaufen. So, das hier sind Kernhund-Packs letztendlich, die man hier hat. Das heißt, ja, es sind immer so, wie sind es denn? 5 Kernhunde auf einmal, die wir haben. Die müssen relativ gleichzeitig sterben. Relativ, also man hat ein bisschen Zeitunterschied, hat man drin, den man auch ausnutzen kann. Wenn allerdings einer dementsprechend überlebt und die anderen bereits am Boden liegen, so wie jetzt, hat man das Problem, dass die dann irgendwann von alleine wieder aufstehen. Und die werden jetzt dann gleich verschwinden nach einer gewissen Zeit. Und hier haben wir so einen Luzifron, den ersten Gegner, den können wir hier rauspullen. Das ist der erste Boss, den ich jetzt bereits habe. Er war gerade da, deswegen hat es gerade angeboten. Ich habe mal gepult mit 2 kleinen Ads und er macht auch Flüche, die wir leider nicht dispellen können, weil wir leider nichts haben zum Dispellen. Was mit dem gerade ist. Uns ein bisschen auch um die Ads oder aber auch um ihn hier hauptsächlich. Er macht nämlich, er würde am meisten Schaden machen, wenn er uns nicht treffen würde oder wir nicht alles absorbieren würden. Hier nochmal die Flüche erneuern, bei ihm nochmal die Flüche erneuern. Wann war es das? Einfache Nummer, aber trotzdem immer wieder cool, das Ganze zu machen. Vor allem, wenn man dementsprechend die legendären Items war. Aber das sehen wir uns dann erst nachher mal an. So, Gold, 4 Gold, 25 ist jetzt nicht so viel. Wir kriegen einen Zauber durch, da haben wir leider die Vorlage schon. Und Schamanenschuhe, na ganz toll. Okay, leider nichts für uns dabei. Schamanenstiefel bringen uns nichts. Hier haben wir den ersten Boss, Luzifron. Den Dolch haben wir bekommen. Hier wäre noch ein Zauberstab, eine Brustrüstung, wo wir allerdings auch die Vorlage bereits haben. Hände, wo uns die Vorlage leider noch fehlt. Das sind nämlich die Hände für den Hexenmeister. Die hätte ich eigentlich gerne gehabt. Bin mal gespannt, wie oft wir reinmachen müssen, das T1 vom Hexenmeister letztendlich komplett zu bekommen. Ich schätze ein paar Mal. So, wir werden jetzt aber erstmal die Kerne und Packs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man die stehen lassen kann. Wir werden es mal ausprobieren. Wir werden nur mal Magma da töten. Ich habe allerdings die Befürchtung, wenn wir ihn angreifen, dass wir automatisch die Kerne und Packs mitziehen werden. Beziehungsweise er macht einen 4. Dass wir in ein Pack reinrennen werden. Ich hoffe allerdings, dass wir das mit den Dots dann dementsprechend gut kriegen. Pack. Weise. Okay, hat sich eh gerade erledigt. Das Pack müssen wir so machen. Boss und Pack eher. Ich will es nicht riskieren. Es wäre wahrscheinlich ohne Probleme machbar. Ich will es aber einfach nicht riskieren. So, die sollten dann eigentlich dort her alle abgekriegt haben. Ja, ja. Da. Die Tab-Taste. Ich sage ja, die Tab-Taste ist mittlerweile echt grausam. Die funktioniert einfach nicht. Wir nehmen mit der Tab-Taste nicht, man kriegt nicht mehr die nahen Gegner anvisiert, sondern... Ah, jetzt sind hier beispielsweise, die stehen jetzt alle nacheinander wieder auf. Weil wir 2 Gruppen geholt haben, die Gruppe ist denen völlig egal. Die müssen relativ gleichzeitig down sein, sonst stehen die einfach wieder auf. Ist jetzt hier dementsprechend ein kleines Problem, weil die alle nach und nach wieder aufstehen werden. Wenn wir Pech haben, können wir das unendlich lange machen. Ja, wir können das unendlich lange machen, weil sie genau unterschiedlich aufstehen. Okay. Hat keinen Sinn, wir müssen warten. Wir müssen leider jetzt warten, bis dementsprechend alle liegen. Weil sie jetzt alle wieder da sind. So, jetzt warten wir Ino ab. Also man sieht, sie können mich nicht treffen. Wir müssen jetzt leider echt abwarten, was ein Problem ist. Dass ich gar nicht getroffen werde. Gut, den Rest absorbiere ich, dank anderer Fähigkeiten. Gut. Problem. Kann nichts beschwören. Okay, da ich nicht richtig alles mit Tab durch anvisieren kann, haben wir da auch ein Problem. Den Spieler habe ich auch keine mehr für Saat der Verderbnis. Das wird jetzt haarig, die Nummer. Wenn wir Pech haben, wird es gar nichts mehr. Das ist jetzt scheiße. Saat der Verderbnis drauf, aber ich glaube... Ja, sie stehen schon wieder auf. Okay, wir müssen den Splitter aufbauen erstmal und dann müssen wir schauen, dass wir diese Art der Verderbnis auf alle drauf kriegen, dass die dann explodiert auf alle, dementsprechend abfärbt, sonst haben wir da keine Chance. Das heißt, die müssen jetzt haben wir zweimal Sehensplitter, sehr schön, die müssen jetzt gleich alle aufstehen. Dann müssen wir es nochmal probieren. Es ist leider
Mit der Hexenmeister-Skillung extrem scheiße. Ich kann nur gerade nicht mehr umskillen. Und das ist dann eine unendliche Geschichte. Das war früher schon ein relativ krasser Knackpunkt, ist es nach wie vor noch. So. Ich hoffe, die Saat geht auf alle über. Das sieht gut aus. So, und jetzt werden hoffentlich alle, ja, alle haben die Saat, alle nacheinander aufgehen. Wäre wünschenswert. Ich brauche hier, 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 bingo. So, alle gleichzeitig tot. Das heißt, jetzt werden sie alle gleichzeitig umfallen. Es ist echt ein bisschen schwierig. Ich hätte vielleicht doch ums... Es wäre besser gewesen. So, Wichtel können wir gerade nicht beschwören. Fehlen leider die Seelensplitter. Na, ganz schön. Gut, dann ohne. Wir kriegen ihn aber auch so tot. So, jetzt haben wir zumindest genug Platz, dass selbst wenn wir gefiert werden, er eigentlich sterben sollte. Kriege ich vielleicht doch nochmal einen Wichtel rausbeschworen? Der macht halt doch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ja, das ist das Verängstigte. Wir werden gleich versuchen, die Wichtel zu beschwören, damit der Schaden ein bisschen höher wird. Allerdings muss ich auch den Dot nochmal neu setzen. Der wird aber wahrscheinlich auslaufen, oder? Nee, nicht mal. Frau Wichtel. Also er hat 300.000, also 300k Leben, relativ viel nämlich. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Er verfällt auch dementsprechend in Raserei. Aber wir kriegen das gebacken. Dot drauf. Im Feuer können wir drin stehen bleiben. Das macht nicht wirklich was aus. Und wie man vielleicht merkt, ist es mit, also mit 40 Mann ist es ein bisschen mit Taktik verbunden und im Klassik freue ich mich schon drauf, wenn man hier dementsprechend wieder mit mehreren Leuten hier reingehen kann und dann das Ganze nochmal machen kann. So, dort, dort, dann Blitz. Dann war es das auch nicht dann gleich. So, Daumen drücken, dass er ein Hexenmeister-Item hat. Bei einer, glaube ich, gar keins fallen lässt. Das könnte er hier sein. Kern- und Lederhandschuh, ne. Ehre und Metall. Ich glaube, er lässt keins fallen, oder? Lässt er eins fallen? Doch, die Beine hätte er fallen lassen. Okay. Bringe schon mal zum nächsten Boss. Gehenas. Finger, Finger, Beine, Brust, Distanz. Ah, okay. Gehenas lässt kein Hexenmeister-Item droppen vom T1er. Das heißt, ihn kann man leider nicht auslassen, weil man die dementsprechend machen muss. Man sieht es hier vorne. Hier ist das Symbol von den Hydraxianern, was letztendlich zerstört werden muss, indem man den Boss tötet. Wenn alle Symbole zerstört sind, erscheint erst Ragnaros, worum dem es hier eigentlich nämlich geht. Ich hoffe, meine Taschenplätze reichen. Wie man sieht, man kann ja auch ein bisschen Gold farmen. Letztendlich, man farmt anders da besser Gold, aber man kriegt hier ein bisschen was raus, wenn man hier durchrennt, wenn man die Items verkauft. Jeder Boss gibt auch 4 Gold. Einer Fakt nebenbei, früher war das Ganze mal anders, das haben sie jetzt dann runtergepatcht, dann hat man nämlich das Gold für den kompletten Schlachtzug bekommen, auch wenn man das alleine gemacht hat, das waren dann pro Boss 250 Gold. Das hat sich dann dementsprechend nämlich gelohnt, hier den geschmolzenen Kern zu farmen, da man einfach ja pro Boss 250 Gold bekommen hat und am Ende irgendwie mit 2 bis 3k rausgerannt ist, wenn man das hier einmal durchgezogen hat, das Ganze. Also da sieht man dann schon, das lohnt sich durchaus, wenn die Menge Gold stimmt. An denen hoffen wir mal, dass wir jetzt hier noch irgendwie vorbeikommen, ohne dass wir die alle machen müssen. Okay, den Kern und Lust machen. Nehmen wir aber schon mal hier in die Mitte, dass wir nicht alles holen nach Möglichkeit. So, der wird gleich am Dot drauf gehen. Sehr schön. Die Kernhunde kann man übrigens, wenn man Kirschnerei hätte, könnte man das Leder abziehen. Hat man früher gebraucht, unter anderem auch Feuerkerne, die wir noch nicht bekommen haben. Ne, leider noch nicht bekommen haben. Unter anderem, um Ruf zu generieren, bei den Dunkeleisenzwergen unter anderem. Oder um spezielle Rüstung herzustellen, die man, die Rezepte, die man in den geschmolzenen Kern bekommt. Dabei lässt das ganze Zeug nichts mehr wert. Hat man aber früher alles so gemacht und gebraucht. Ich glaube nicht, dass die rausgepatcht worden sind. Ich glaube, das müsste sogar noch gehen, dass man die Rezepte und die Feuerkerne müssen, glaube ich, auch noch da sein. Wir werden es sehen. Wir werden definitiv durch den Trash einkriegen, wenn sie noch da sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, ob die mittlerweile auch rausgemacht worden sind und nicht. Es würde immer mal wieder was auch an den alten Instanzen unter anderem ja verändert, leider. Dabei können sie die echt verlassen. Hier muss ich wieder schauen, dass ich die richtigen Bosse kriege. Ja. Das mit Tab ist echt schwierig gemacht. Das hat früher besser funktioniert. Besser funktioniert sogar. Okay, betäubt. Macht letztendlich aber alles nichts. Wir kommen echt gut durch, muss ich sagen. Nein, nicht looten.
So wichtig ist das Looten im Moment nicht. Erstmal Schaden machen, damit wir ihn hier wegkriegen. Hier, man sieht jetzt, das Siegel hat noch Feuer. Das heißt, es ist noch aktiv. Jetzt ist das Feuer aus, jetzt ist das Siegel inaktiv. Handschuhe der Prophezeiung haben wir vom Priester bekommen. Sehr schön. Ich habe die kleine, leise Befürchtung, dass wir wahrscheinlich... mit meiner Mausloop. Dass wir wahrscheinlich kein einziges Item bekommen werden, was dem Hexenmeister irgendwie helfen wird. Oder was für den Hexenmeister hilft. Könnte durchaus passieren. Na denn hin? Ach, mein Wichtel steht noch. Jetzt mal ohne Witz, ich kriege die Gegner gerade nicht mehr anvisiert. Was ist denn hier los? Das ist ein bisschen arg verbuggt, das Ganze. Wir kriegen auch hier verschiedene Flüche, Heileffekte um 75% verringert. Sollte man normalerweise dispellen. Ist allerdings so, dass wir ja nichts zum Dispellen haben. Das macht nur von Gegnern dementsprechend was weg. Ist allerdings egal, weil wir uns eh nicht hochheilen müssen. Aber sonst muss man halt auch ein bisschen mehr achten. Komm, wir nehmen hier den Feuerlord noch mit. Lassen den Rest stehen. Hier hinten haben wir den nächsten Gegner gar mit mehreren Elementaren außenrum. Ich hoffe, dass sie... Wem haben die? Ich krieg hier unten echt nichts anvisiert. Jetzt? Danke. 21.000. Okay, das ist kein Problem. Die sollten am Dot dementsprechend aufgehen. Aber erstmal den Kern hier raus. Und ja, das sieht man schon. Natürlich, wenn man mit mehreren Leuten dann da ist, mit dem kompletten Schlachtzug, muss man auch alle Gegner machen. Vor allem kann man, wenn man dementsprechend ein niedrigeres Level hat, nicht mal den Gegnern einfach vorbeirennen, so wie ich das jetzt Ganze mache, sondern man würde die dann aber in einer gewissen Range einfach pullen. Ich glaube, der Lava-Vernichter würde schon gepullt werden, würde auf jeden Fall gepullt werden, wenn ich jetzt selbst erst Level 60 wäre. Ich bin Level 81, deswegen kein Problem. So, wir stellen uns nach hier oben. Als nächstes Gar. Ich glaube, wir schaffen es sogar, die Folge... sollte passen in einer Folge, wenn wir es so weiter tun. So, Gar mit dem Hauptfluch bewegen. Die ganzen Elementare kommen jetzt mit. Die explodieren auch. Ich hoffe, dass sie nicht getroffen werden, sonst fliege ich einmal quer durch den Raum, was nicht wirklich förderlich wäre. Hat er jetzt alle infiziert? Wir probieren es einfach nochmal. Damit die am Flug. Bingo. Jetzt sterben sie alle am Flug. Einen haben wir nicht getroffen. Ah, er hat aber den Flug abbekommen. Er wird gleich drauf gehen. Nochmal nachcasten. Oh, da leben noch mehr. Hartnäckig. Aber ach, der sollte eigentlich noch mit drauf. Na? Okay, bei zwei hat der Fluch nicht, beziehungsweise die waren wahrscheinlich außer Reichweite. So. Ja, hin. Prophezei. Ah, okay. Priester mal wieder. Priester-Set. Dazu, ob sie die Jahrenklinge, Zweihandschwert bringen uns leider auch nichts. Ah, und hier, Lavakern, Handwachsmaterialien. Eins der Materialien, die ich vorhin erwähnt habe, wäre das dementsprechend hier. Kennen wir da wieder Dunkeleisenerz, das brauchen wir allerdings nicht. Blut des Berges gibt es übrigens auch hier drin. So, wir kommen jetzt zu Baron Geddon. Baron Geddon ist der... Oh, schauen, dass ich kein Halbwissen verbreite. Baron Geddon... Asgar und Baron Geddon. Für die Klinge des Windsuchers, das legendäre Item, eins der legendären Items, kann man hier einen Teil bekommen. Einen bei Baron Geddon und den anderen. Anderen Teil her. Kann ich mir das nicht anzeigen lassen? Alle Plätze, ja, Beutefilter, alle Klassen, alle Klassen. Sonst werden wir ihn hier erledigen. Lavaburger, ja, den legen wir auch mal mit. Fessel des Windsuchers. Und zwar, ja, eine Seite der Fessel des Windsuchers, ein legendäres Item. Man braucht zwei Fesseln, die linke und die rechte Seite des, von Donnerzorn. Donnerzorn ist ein Windsucher. So, wer droppt denn die zweite Hälfte? War das da richtig so für das Auge? Ist was anderes? Das erkläre ich dann auch gleich nochmal. Ah, Gar, genau. Gar droppt eine Seite und Baron Geddon droppt eine Seite. Nicht, dass ich irgendwas Falsches erzähle. Wenn man beide Seiten hat, kann man eine Quest erledigen, mit der man dann das legendäre Schwert bekommt. Ich habe das legendäre Schwert mit meinem... Oh, mit wem habe ich es denn? Meinem Paladin? Ich glaube, mit dem Paladin. Ich bin nicht sicher, habe ich das legendäre Schwert. Können die vielleicht bei Gelegenheit mal zeigen, das Ganze. Sieht ganz geil aus, auf jeden Fall. Baron Geddon flitzt hier durch die Gegend. Den werden wir uns jetzt dann gleich rauspullen. Ich weiß ja...
eben haben die 31.000. Ja, ey. Wir nehmen die hier noch raus, die Gruppe. Hier hinten ist dann der andere Gegner, Chassrat, genau. Aber wir machen jetzt erstmal schnell die kleine Gruppe, bauen Ghetto und pullen wir uns jetzt dann gleich raus. Nochmal zurück zu den zwei Fesseln, die man bekommt. Es ist immer so, eine hat man normalerweise, die droppt 20.000 Mal, die andere Seite droppt dann immer nur einmal. Das ist immer unterschiedlich, vor allem welche droppt. Und bis man beide hat, ich habe echt lange gebraucht. Ich habe 40 Run garantiert, glaube ich, gebraucht, bis ich die dementsprechend hatte. Aber das hat funktioniert. Können wir uns jetzt einmal rausnehmen. Er lässt einen letztendlich explodieren. Oh, da muss man aufpassen. So, und Mana-Brand auch. Ja. Eben eine Bombe. Wir werden jetzt gleich in die Luft fliegen. Das wird uns nicht umbringen. Allerdings wird es uns in die Luft schleudern. Und man muss aufpassen, dass man nicht irgendwo in der Pampa landet. Sondern nach Möglichkeit. Okay, interessanterweise wurden wir gerade zurückgesetzt. Sondern so, dass man gegen die Decke fliegt. Denn wir werden immer wieder als lebende Bombe ja, zurückgesetzt, beziehungsweise dann hochteleportiert. Wo wir dann vor ihm landen, ist mir längst gerade ein Rätsel. Das ist ein Lobby. So, was wir allerdings auch mal machen könnten. Hier einmal noch. Den Fallschaden übrigens kassiere ich nämlich auch ein. Also der ist nach wie vor, das ist prozentual. Da ist egal, welches Level man hat. So, Platte der Erde. Oh. Ja, zumindest ein Zauberfoliant haben wir dazu gekriegt. Leider sonst wieder nicht. Wir kriegen kein einziges. Seht's kommen, wir kriegen kein einziges Item für unsere Klasse. Alle Spezialisierungen, nur Hexenmeister. Hier wären es die Schultern gewesen. Wir haben noch kein einziges Hexenmeister-Item gekriegt. Wir haben jetzt nur die Vorlage fürs Buch immerhin gekriegt. Besser als nichts, aber nicht das, wofür ich eigentlich da bin. Aussehen. Dann haben wir noch 3 Minuten. Wir haben momentan jetzt auch wieder alle 3 Sekunden 40 Mana verbrannt. Ist aber egal, weil wir viel Mana haben. Was man früher halt auch nicht hat. So, Chassrat. Der nächste Boss, den wir töten müssen. Baron Ghetto'n ist es ein Boss. Nee, Moment, er hat seine Rune oben. Muss man auch töten. Wir können eins von. Ja, wir können ihm sein Buff runternehmen. Allerdings leider nicht oft. Magische Erdung, erlittener Magieschaden, 50% verringert, deswegen wird es auch ein bisschen länger dauern, bis er letztendlich tot ist. Da kommen hier den Mana-Hund, den erledigen wir so noch mit. Haben wir jetzt auch zu sehen mitgepult, macht aber nichts. Ja, er kann sich teleportieren, sonst kann er nicht großartig was. Und die Arkanexplosion würde wirklich ordentlich Schaden machen, vor allem bei einem Schlachtzug, weil sie wirklich jeden trifft, der in der Nähe ist. Aber wir können nicht getroffen werden, beziehungsweise der Rest wird einfach absorbiert. So, Kerne und Tod. Jetzt zieht ihn er hier. Erlittener Magieschaden erhöht um 100%. Auch egal. Muss normalerweise alles dispelled werden, was wir hier haben. Bei uns Gott sei Dank nicht. 21 Minuten, wir schaffen das. Die Folge geht ein bisschen länger, das wird so eine 30-Minuten-Folge, aber wir ziehen das durch. Pupo oder Schocker, ganz nett. Die Robe haben wir bereits leider schon in unserem Inventar. Wieder kein Hexenmeister. 1A, es läuft. Es läuft super. Ich würde mir das Hexenmeister Tier 1 wirklich komplett holen wollen. Das heißt, ich werde den geschmolzenen Kern raiden gehen. Allerdings dann, ja, werde ich das Ganze so machen, dass ich das privat mache und nicht mit aufnehme. Einmal ist das, glaube ich, ganz nett, sich den geschmolzenen Kern hier im Schnelldurchlauf anzusehen, die Gegner zu machen, mal die Items zu sehen, ein bisschen was zur Geschichte noch ein bisschen mit zu hören. Aber auf Dauer, wenn ich das 10-mal machen muss, bis ich das Tier 1 habe, ist, glaube ich, für euch langweilig. Deswegen, ich werde es privat mir holen. Mal schauen, wie ich Zeit finde. So. Das eine Feuerinventar. Ultraxianer müssten wir auf jeden Fall eigentlich freundlich erreichen, bis sogar höher. Dazu einmal der Feuerkern. Eisenerz können wir liegen lassen. Leider keinerlei Möglichkeit, mich schneller zu machen oder Reittiere hier drin zu benutzen. Das heißt, wir müssen leider, ja, warten. Beziehungsweise halt laufen. Langsam laufen. So, Lava-Vernichter, den können wir eigentlich auch noch mal mitmachen. Irgendwo die Klippe runter. Ich glaube, die Woger waren es, die Ansturm machen, dass man dann wegfliegt. Ich glaube, die Lava-Vernichter machen gar keinen Ansturm. Sondern nur die Woger. Hoffe ich. So, hier oben ist das Zeichen von Baron Ghetto'n. Hier unten haben wir den nächsten Gegner. Und zwar Golomak. Auch ein ziemlich krasser Gegner. Wir können. Ja, auslassen können wir die eigentlich nicht. Wir machen es. Und den nächsten.
Ja, nicht in die Lava fallen. In der Lava kriegt man auch Schaden, der prozentual ist. Das heißt, der Lava ist egal, welches Level ich habe. In der Lava würde ich sterben, weil ich prozentual Schaden bekomme. Oh, die. Ah, okay. Kanonen haben übrigens eine kleinere Range. Oh, gar, da muss man aufpassen. Nicht, dass der uns in die Lava wirft, denn von hier aus gibt es keine Möglichkeit mehr hochzukommen, außer ganz da vorne. Und bis wir dort sind, werden wir, glaube ich, tot. Man kann in der Lava selber ein bisschen hochspringen, damit man nicht ganz so viel Lavaschaden bekommt. Aber einen gewissen Teil kriegt man einfach ab. Das lässt sich nicht verhindern. Komm her. Na, okay. Wurde mitgepult. Macht nichts. Beziehungsweise, solange die alle die Kuh abkriegen, ist es relativ wurscht. Einmal er hier, er hier, er hier. Oh, nicht weggeschleudert worden, sehr schön. Das ist mir, wo ich das Ganze schon mal geübt habe, das ist mir passiert, da wurde ich mir von dem Lava-Burger in die Lava geschleudert. Und es war doch relativ knapp, wo ich überlebt habe. Nein, nicht ab. Ah, ausgelaufen. Warte. Was? Es befindet sich vor mir. So, was haben wir denn noch Lustiges als... Ein Fakt, was es hier noch gibt, den müssen wir auf jeden Fall noch mitmachen. Der Lava-Lichter, der wird nicht mitgepult. Gott sei Dank. So, hier hinten haben wir den nächsten Boss. Wir können uns mal ganz kurz anschauen. Es ist... Ich weiß die Namen nicht mehr auswendig. Sulfuron Herold? Was? Doch, Sulfuron Herold. Mit... Was können wir hier bekommen? Die Brustbeine? Nein, Finger? Ah, nee, er hat wieder auch eine, der letztendlich kein Items für uns hat. Beziehungsweise kein T-Stück für uns hat. Sondern einfach nur so getötet werden muss, auch wegen der Rune, damit wir Ragnaros überhaupt erst beschwören können. Oh, der erste Buff läuft auch, sehr schön. Auch wieder mit Ads, die sich untereinander hochheilen. Allerdings sollten wir genug Schaden zusammenkriegen, damit wir die dementsprechend alle reinkriegen, hoffe ich zumindest. Wir buffen einfach mal alle durch. Wollte hoffentlich hinhauen. Komm her, ja, mein Freund. Einmal hier die Saat drauf. Dunkle Besserung, das ist das Heilen, was ich erwähnt habe, aber wir können sie auch einzeln rufen. Sollte eigentlich, ja, sollte funktionieren. Oh, der ist tot. Ja, ich muss tatsächlich Einzelschaden auf sie machen, weil der Schaden nicht ausreicht. Das ist das Problem, wenn man über Zeit, also da ist das Ganze mit den Flügen auch wieder das Problem. Die Flugskillung ist für solche Aktionen echt nicht geeignet. Wenn ihr sowas nachmachen wollt, nicht mit Gebrechen ist es, glaube ich, die Skillung. Nicht mit Gebrechen machen. Ja, es ist nicht frei. Bis ich gecastet habe. Okay. Härteren Geschütze. Oh, das gibt's doch nicht. Ich krieg die nicht down. Das ist normalerweise mit jeder anderen Klasse echt null Problem. Hier ist es ein Problem. Weil ich nicht genug... Weil meine Zauber zu lange dauern, das gibt's doch nicht. Okay, wir machen erstmal den Zug und was. Ich muss echt umskillen. Heilen die ihn hoch? Ich glaube, die heilen sie ihn untereinander hoch. Ihn nicht. 117, 113, 112, 108, 7. Die Skillung ist echt Banane. Hier ist hier ein Ding. Okay. Probieren es mal. So, er ist hin. Jetzt er hier. Auf ihn, mein Freund. Oh, das soll die normales umdieten. Ja, wenn wir genug Buffs drauf kriegen, sind sie auch tot. Die Skillung ist leider echt nicht geeignet. Für Ragnaros selber geht's eigentlich. Beziehungsweise für die Bosse, die noch kommen werden, es heilt sich keiner mehr hoch, passt eigentlich die Skillung. Werde ich jetzt nicht umskillen müssen, allerdings kann es echt empfehlen, eine andere Skillung zu nehmen, wenn man das hier vorhat. Das zieht jetzt auch alles leider ein bisschen in die Länge, das Ganze. Aber wir kriegen es. So, mittlerweile kriegen wir auch Schaden. Ordentlich reingedrückt, weil er mittlerweile auch in der Raserei verfallen ist. So, 2%. Eine schwere Gewinn.
So, Stulpen, Ring, sehr schön. Brauchen wir alles nicht. Platz haben wir noch im Inventar. Sehr schön. 30 Minuten, jetzt muss ich mir aber doch beeilen, weil es wird noch dauern. Ja, wir ziehen es. Die Folge wird echt länger gehen. Wir haben jetzt noch 3 Bosse, bis Ragnarok was beschworen ist. 10 Minuten. 40 Minuten. Wir werden es aufteilen müssen. Es dauert jetzt Minimum noch 20 Minuten, die letzten Bosse, beziehungsweise bis wir wieder zurückgelaufen sind. Wird eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Wir teilen es auf. Sorry dafür, wir werden es aufteilen müssen. Ich mache jetzt hier die nächste Aufnahmesession gleich. Wir töten jetzt dann die nächsten 3 Bosse in der nächsten Folge leider erst. Sind jetzt schon 30 Minuten. Ich kann die Folgen leider nicht ganz so lange machen. Weil bis ich die dann hochgeladen habe, allen drum und dran. Ja. Dann würde ich sagen, mit den 2 Kernhöhlen hören wir jetzt erstmal auf. In der nächsten Folge sehen wir dann den Tod von Ragnaros auf jeden Fall noch. Dann vielleicht noch ein paar Quests, je nachdem wie lange die Folge dann noch wird. Aber ich schätze mal, 20 Minuten wird es dann auf jeden Fall gehen. Weil wir werden noch eine ganze Weile brauchen, bis wir da wieder zurückgelaufen sind und allen drum und dran. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Ausflug, was letztendlich nichts zum Charakter irgendwie beiträgt, aber es ist mal ganz nett zu sehen, glaube ich, das Ganze. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere Lust bekommen auf den geschmolzenen Kern. Klassik ist ja am Ende August verfügbar, das heißt, oder Mitte August verfügbar, das heißt, dann kann man dementsprechend auch wieder in den geschmolzenen Kern rein raiden, wenn man seinen Charakter dann auf die Maximalstufe gebracht hat. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir ein Gefällt mir da, abonniert mich, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.